Was für eine Nacht. Ich fahre einem Typen mit einem brennenden Schwanz zum Ripper Dog. Leider keine Sterne, kaum zu sehen. Manchmal bin ich nachts mit Jackie rausgefahren. Raus in die Badlands. Wo nicht die Lichter sind. Dann haben wir uns die Sterne angeguckt. Jackie. Stimmt. Warum nicht? Diese Nummer ist vorübergehend nicht erreichbar. Hinterlassen Sie eine Nachricht. Vielleicht erzähle ich ihm, wie ich mit Misty in seiner Garage war. Ich habe mit Misty geredet. Waren in deiner Garage. Das Mandala, das du gemacht hast. Das war richtig scheiße. Aber Misty hat's gefallen. Und mir auch ein bisschen. Also, gut gemacht. Okay. Ich glaube, der braucht noch länger beim Ripper Dog. Also gut. Legen wir uns ins Auto. Und knacken eine Runde. Wie lange würde ich sagen? 4 Stunden? 5 Stunden? 5 Stunden sind okay. Der Typ braucht echt lang. Ich muss auch noch zum Ripper Dog. Verdammt nochmal. Sind das für Schüsse hier? Was? Ich mein's ernst, ich hab Leute an der Hand. Hey! Und? Boomt das Geschäft? Ist hier ein Typ reingekommen mit einem brennenden Schwanz? Wie läuft das Geschäft, Cassius? Kann zurzeit nicht klagen. Gab eine Max-Tech-Razzia in einer illegalen Klinik. Seitdem haben meine Kundenzahl und meine Preise zugenommen. Zufall? Wie man's nimmt. Oh, warte. Hey! Ich bin's! Der Typ mit... Du weißt schon. Der mit dem Schwanz im Spitzer. Ja, genau. Ich wollte nur kurz Bescheid sagen, dass ich dir das Geld überwiesen habe. Okay. Danke. Und, alles noch dran? Und? Konnten Sie deinen... Ein Teil, du weißt schon, retten? So gut sie konnten und wenigstens sind die Schmerzen weg. Egal, sobald alles verheilt ist, besorge ich mir ein besseres Modell. Was? Mal ehrlich, warum? Warum tust du dir das an? Soll das eine Scherzfrage sein? Warum besorgt sich irgendwer ein Mr. Stud? Damit es im Original nicht spritzt? Vergiss es, wir hören uns. Komischer Typ. Naja, Hauptsache er hat mir die Eddies überwiesen. Okay, und ich krieg noch ein Geschenk. Was hast du so? Such was aus. Es war irgendwas für die Hände. Ah ja, da ist es ja. Tiger Claw. Hauptimplantat. Okay. Na dann rein damit. Ob das so gut ist? Erhöht die Chance auf Querschläger mit Powerwaffen. Naja, egal. Vielleicht mit dem Implantat kann ich neue Waffen nutzen. Und was kosten bei ihm hier so... Scheiße. Ich benötige Level 20. Verdammt. Die Mantiklingen kann ich sowieso noch nicht benutzen. So ein Mist. Na egal. Danke. Was macht Goro eigentlich?
Na? Na, wenn man vom Teufel spricht. Was? Wakako Okada, denkst du nicht, dass sie uns hintergehen wird? Was findest du, sie etwa nicht mehr charmant? Du musst dir keine Sorgen machen. Im Gegensatz zu mir. Man erkennt doch auf den ersten Blick, oh mein Gott, Alter, übertreib doch nicht so. Man erkennt doch auf den ersten Blick, was sie ist. Eine giftige Spinne hinter der Maske, eine netten alten Dame. Aber ich lasse mich nicht in die Irre führen. Mein Gott, ist der paranoid. Wenn sie Arasaka nicht so sehr hassen würde, hätte sie uns für eine Handvoll Pachinko-Kugeln verkauft. Die Tatsache, dass sie das nicht getan hat, heißt nur, dass sie etwas viel Gefährlicheres ist. Ein Optimismus. Vielleicht möchte sie auch bloß zwei Ratten mit einem Spieß aufstechen und warten auf eine Gelegenheit. Oder geeignete Gelegenheit. Wie? Ich bin im Kabuki. Ich habe zwei Fragen. Wer ist auf die Idee gekommen, dieses widerwärtiges Drecksloch Kabuki zu nennen? Kabuki ist eine Kunstform. Ich melde mich dann bei dir. Danke, Goro. Sag Bescheid, wenn ich was für dich tun kann. Darauf komme ich vielleicht noch zurück, aber im Moment nicht. Du wirst noch genug zu tun haben. Okay. Haben wir hier noch irgendwas zu tun? Hier haben wir einen kleinen Auftrag. Aber eigentlich könnte ich auch mal nach Judy schauen. Warum nicht? Schauen wir mal nach Judy und Evelyn. Wir haben lang genug gewartet. Ups. Naja. Schnell weg hier. Junge, so früh morgens sind die ganz schön leer, die Straßen. Gefällt mir. Hä? Was? Wie? Ein Delamain-Fahrzeug ist nahe ihrer Position verschwunden. Und ich halte die Augen offen. Aus unbekannten Gründen war die Übertragung der Koordinaten fehlerhaft. Deshalb kann ich nicht den exakten Ort bestimmen. Verdammt, Delamain. Wo könnte das Taxi sein? Das könnte ich noch kurz machen, bevor ich zu Judy fahre. Meter. Ach du Scheiße, ich dachte, das wäre um die Ecke. Also gut. Junge, Junge. Full Speed. Was zur Hölle? Warum steht hier alles rum? Hey! Oh, fuck. Wegen denen. Macht mal eure Karren weg, verdammt nochmal! Am frühen Morgen geht ihr mir auf den Sack. Am frühen Morgen. Okay. Dann teste ich halt mal gleich meine neuen Waffen, ihr Penner! Oh, hey, wow! Meine Waffe ist noch immer die beste, meine Pistole.
Verschwinde! Ah, nein! Oh, voll auf den Sack gekriegt. Scheiße. Zwei Schläge. Ein Mist. Na, jetzt sind sie weg. Lol. Okay. Das Taxi. Konzentrieren wir uns wieder auf das Taxi. Also manchmal kriegt man echt zwei, drei Stück Nahkampfangriffe und dann fällt man schon um. Das ist echt heftig. Mit Schüsse kriegt, kann man mehr aushalten. Ach nein, okay. Okay, diesmal aber nicht. Diesmal nehme ich gleich meine Pistole. Hey, ihr Penner! Fress das! Jawohl. Einer weniger. Diesmal nicht, Lady. Du gehst in Flammen auf. Der nervt mich am frühen Morgen, echt. Okay. Schluss mit lustig. Tschüss. Das war's. Verdammte Street Gang da, echt. Dreckspack. Und jetzt komme ich hier vorbei? Natürlich nicht. Scheiß Wagen hier von wem? Auf die Seite fahren. Ah. Danke. Das nächste Mal geht mir nicht auf den Sack. Oh. Irgendwo hier muss das Taxi sein. Aber wo? Das ist ein großes Gebiet. Versteckt es sich irgendwo? Diese Taxis sind echt komisch. Oh. Ups. Ich weiß nicht. Eine neue Delle in meinem Wagen. Na toll. Mal gucken hier vielleicht. Hoppla. Das ist kein Taxi. Das ist auch kein Taxi. Sorry, darf ich mal vorbei? Yo, danke. Tschüss, meine Güte. Wo ist das Versteck des Mist? Wo kann sich denn hier ein Taxi verstecken? Verdammt nochmal. Was da unter den Autos oder was? Nein, das kann nicht sein. Das ist auch nicht. Wow, sorry, sorry. Ah. Da ist es. Hab ich dich. Stehen bleiben. Ruhig. Ich will dir helfen. Kein Schritt mehr. Wow, wow. Nicht so schnell. Hey, beruhig dich. Weg von mir. Was hat denn dieses Taxi? Wow, wow. Fährt hier voll in der Pampa rum. Wegen dir mache ich noch meinen Wagen kaputt. Verdammt nochmal. Bleib schon stehen. Wo willst du denn hin? Ah. Komm schon.
Verdammt! Warum bleibt das nicht stehen? Ah, stopp jetzt! Ach, Kacke! Verdammt nochmal! Wow! Schluss jetzt! Komm schon, mach keinen Scheiß. Bleib stehen jetzt. Ich muss es irgendwie einkesseln. Na, das lief ja super. Es ist kaputt. Ich danke Ihnen, V. Ich konnte die Verbindung mit dem Fahrzeug wiederherstellen. Okay. Schocktherapie kann echt Wunder vollbringen. Ich schicke einen Abschleppwagen und einen Teil des Honorars. Aber nur eins davon landet auf Ihrem Konto. Er hat einen Witz gemacht. Ich fass es nicht. Okay, das war das dritte Taxi. Eine kleine Verfolgungsjagd hier durch die Pampa. Ich bin ziemlich außerhalb von Night City. Wer hätte das gedacht? Okay, jetzt aber zu Judy. Mann, mein Wagen sieht auch nicht mehr so fein aus. Diese Jagd hat ihn völlig zerbeult. Ärgerlich. Okay. Wie wär's mit ein bisschen Musik am frühen Morgen? Let's go. Kurve noch nicht so lässig genommen. Ah. Junge, Junge. Das nenne ich mal aggressives Fahren. Wow. Beinahe die Ausfahrt verpasst. Fuck. Sorry, kein Bock auf eure Story. Idioten. Keine Ahnung, was die vorhatten. Aber bestimmt nichts Gutes. Verdammt, wo bin ich? Scheiße. Ich habe mich total verfahren. Also gut, ich soll hier reinfahren? Du beknacktes Navi, was willst du von mir? Wie soll ich da hochkommen? Soll ich fliegen oder was? Einfach durch. Bam. Ich habe das Motel wieder erreicht. Ups. Oh, das war jetzt endgültig. Meine Motorhaube. Oh Mann, mein schöner Wagen. Fuck. Naja, Dellerman hat mich gut bezahlt. Mal rein. Mal gespannt, ob sie wach ist. Sie schläft. Glaube ich zumindest. Ihre Augen sind geschlossen und sie hat aufgehört zu zittern. Wenn sie mir nicht so leid täte, hätte ich sie schon längst getötet.
Was? Ich muss mit dir reden. Ich muss mit dir reden. Hör zu. Ich weiß, du hast ein paar wichtige Fragen und sie hat die Antworten. Wenn ich du wäre, wäre ich sicher genauso hartnäckig. Aber das kannst du im Moment vergessen. Sie ist völlig am Ende. Boah, willst du mich verarschen? Halt's Maul, Johnny. Wie geht es ihr? Wie fühlt sie sich? Kannst du dir doch vorstellen. Diese Stadt hat ihr den letzten Tropfen Menschlichkeit rausgesaugt. F hat ihr alles gegeben, was sie hatte. Und sie hat immer noch mehr, mehr, mehr genommen. Sie ist jetzt in einer Art Trance, als hätte sie sich in sich selbst zurückgezogen. Reagiert überhaupt nicht auf ihre Umgebung. Scheiße. Ich wollte wirklich, wirklich nicht in ihrem Kopf rumwühlen. Ich hab's nur für dich getan, damit du's weißt. Was? Warum bist du sauer auf sie? Du bist sauer auf sie? Warum? Als du meintest, ich soll ihren Verhaltenschip durchsuchen, hatte ich echt schon die Schnauze voll von deinem Scheiß. Judy, mir blieb ich keine... Weiß. Schon gut. Dann verstehe ich nicht, warum... Das verstehst du gleich. Ich zeig dir die Virtu, die ich gefunden habe. Wie viele BDs hast du? Wie viele BDs konntest du runterziehen? 2. Allerdings ist nur einer intakt. War zu erwarten. Der Rest... Naja, der Rest ist im selben Zustand wie Evelyn. Du hast ihn schon angeguckt, deswegen bist du sauer, oder? Du hast sie wohl schon gesehen. Ja, musste viel Arbeit reinstecken, damit sie überhaupt Sinn ergeben. Aber ich will dich nicht beeinflussen. Du solltest sie unvoreingenommen ansehen. Okay, dann lass mal sehen. Okay, lass mal sehen. Warte, ich muss die Parameter einstellen. Schätze, jetzt finden wir raus, ob unsere Puppe echt durchgeknallt ist. Komm schon, wie? Ach, du gehst mir so auf den Sack, Johnny. Setz dich. Okay. Okay, lass laufen. Die Dateien waren stark beschädigt, kaum zu editieren. Bin froh, dass du überhaupt was retten konntest. Das Laden dauert ein bisschen. Die Qualität ist mies, aber ich habe mein Bestes getan. Das weiß ich doch. Wonach suchen wir? Jedes Stück Tech? Die Sicherheitssysteme? Wir brauchen einen Plan des ganzen Raums. Wir holen alles, was wir brauchen, selbst aus der Virtu. Und seine Nachrichten? Nur wenn du das drauf hast, Herr Febré. Das Wichtigste ist, dass er keinen Verdacht schöpft. Sei so entspannt wie immer. Und wenn er selbst anfängt, vom Biochip zu reden, sollte ich dann vielleicht darauf... Biochip? Wo hast du davon gehört? Das hat dich nicht zu interessieren. Du drehst die Virtu, du kommst zurück. Wir geben dir die Eddies. Das ist dein einziger Job. Der Rest geht dich nichts an. Verstanden. Okay. Alles klar. Einmal zurückspulen, bitte. Zieh dich ruhig um, wenn du willst. Jo. Ich kann ihr Gesicht nicht Wonach sehen. Suchen wir? Normalerweise ist so eine Verschlüsselung leicht zu knacken. Aber nicht dieses Mal. Wer auch immer sie ist, sie hat verdammt gute Netrunner-Skills. Entweder das, oder jemand hilft ihr. Die kommen mir bekannt vor. Was ist das? Weave-Markierungen. Kennst du dich mit denen aus? Nicht gut genug, um zu verstehen, was sie bedeuten. Hab aber eine Idee, wer sie benutzen könnte. Wer denn? Vielleicht die Voodoo Boys. Ist aber nur eine Überlegung. Bin mir nicht sicher. Diese unheimlichen Netrunner? Die sind nicht leicht zu finden. Wüsste nicht, wo ich anfangen soll. Die Voodoo Boys. Sie hört sich auch an wie ein Voodoo Boy. Oder Voodoo Girl, besser gesagt. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Fährte. Dann spulen wir mal jedes vor. Jedes Stück Tech. Jedes Stück wir Tech. Brauchen ein... Die Sicherheit und seine Nachrichten. Das Wichtigste ist, dass er keinen Verdacht schöpft.
Und sei so entspannt wie immer. Ist vielleicht nicht wichtig. Vielleicht. Aber sie sind alle aus Pacifica. Das grenzt immerhin unsere Suche ein. Und jetzt? Sieht aus, als würde ich einen Ausflug nach Pacifica machen. Flugblätter aus Pacifica. Okay. Haben wir sonst noch was? Wärme, Signaturen. Soundsignaturen. Keine. Dieser BD ist auch so beschädigt. War mir klar, dass ich auch keine Sound. Quellen lokalisieren kann. Naja, was soll's. Okay, ich glaube, wir haben alles. Was denkst du? Die Frau, die sie angeheuert hat, war sicherlich eine von den Voodoo Boys. Evelyns Auftraggeberin. Eine Ahnung, mit wem wir es zu tun haben? Ich kann auch nur raten. Sorry, V. Jetzt weiß ich, warum sie kalt machen wollten. Sie weiß zu viel. Jetzt wissen wir, was im Clouds passiert ist. Wir haben versucht, sie kalt zu machen. Haben ihren Chip angegriffen. Also war es Rache? Weil sie sie verarscht hat? Sie wusste mehr, als sie dachten. Das konnten sie ja nicht durchgehen lassen. Vor denen ist sie also weggelaufen. Genau. Evelyn war nicht ganz ehrlich zu uns. Das müssen wir uns eingestehen. Anscheinend hat Evelyn uns nie die ganze Wahrheit gesagt. Ach was. Wenn ich nur gewusst hätte, in was für eine Scheiße sie sich geritten hat. Oh, ich bin so wütend auf sie! Ihr Job war nur, eine Virtu aufzunehmen. Verdammt beeindruckend, dass sie einen kompletten Überfall auf die Beine gestellt. Und ihre Auftraggeberin den Biochip weggeschnappt hat. Dafür brauchte sie euch. Darum hat sie euch angeheuert. Sie hat sich das alles selbst eingebrockt. Und dir. Da ist noch eine Aufnahme. Willst du sie sehen? Ja, warum nicht? Klar, warum nicht? Mich kann mittlerweile nichts mehr überraschen. Oui, mais allez. On te garde raison, mais c'est tout intelligent pour ça. Vois-tu bien. Französisch? Moi, c'est pas enragé. En plus, c'est le bon moyen à nous gagner pour nous rêver sur le renouveau. Vous avez une plus bonne idée? Très bien. Si vous décidez, c'est pas critiqué, ça me passe. Allez, continuez votre travail. Was spricht sie für eine Sprache? Weiß nicht. Haitianisches Kreol? Es sind die Voodoo Boys. Hatte ich nicht. Moment, lass mich nach einem Echtzeitübersetzer suchen. Du kannst aber versuchen, dich auf die Telefonfrequenz abzustimmen. Mal sehen, was das andere Ende zu sagen hat. Okay. Versuch, das Telefon zu scannen. Scanne das Telefon, muss aber wieder an Anfang spulen. Na? Geschafft. Noch eine Sekunde. Ich hab Joris Namen gehört. Sie haben Yorinobu erwähnt. Sicher hat Evelyn die Aufnahme deshalb so gut versteckt. Da war noch ein Name. Klang wie Silverhand. Ah, okay. Wer dich alle? Oui, les alle. Und egal, raison, mais c'est tout intelligent. Das ist aber noch immer nichts. Ich muss wissen, was sie sagen. Wir müssen herausfinden, was sie sagen. Könnte wichtig sein. Gut, ich habe gerade das Echtzeitübersetzungstool gefunden. Sollte mit deinem System kompatibel sein. Ich installiere es jetzt. Okay.
Sehr gut. Okay. Die Puppe est déjà allée? Oui, elle est allée. On te garde son masse tout entre les gens pour ça. Es tut ja noch immer nicht. Ou pensez, mademoiselle, a fait un problème? Mons est pas enragé. En plus, c'est le bon moment où nous gagnons pour nos vaisseaux, Yurino. On prend chance là. Moi, t'as ramé quoi même j'en avais, oh. Que si le Ren a mené nous direct sous halte. Vous gagnez un plus bon aidé? Très bien. Si vous décidez, c'est pas critiquer, ça me passe. Elle continue à faire travail. Toll, hat nicht geklappt. Und jetzt? Ah, toll. Aber vielleicht kann Judy uns sagen, was sie gesagt haben. Okay, Judy, das reicht. Okay, ich trenne die Verbindung. Ich verstehe das nicht. Was hat das mit Johnny Silverhand zu tun? Der ist schon vor Ewigkeiten gestorben. Wie? Hast du eine Idee? Lange Geschichte. Sein Konstrukt ist auf dem Biochip. Wir sagen ja die Wahrheit, warum nicht? Komm schon, oder? Wie? Oder Johnny? Ja, das wird dir nicht gefallen, mir egal. Auf den Biochip, den wir gestohlen haben, war Silverhands Engramm gebrannt worden. Engramm? Ein digitalisiertes Persönlichkeitskonstrukt. Ich brauche einen Moment allein, ja? Muss ein paar Sachen in meinem Kopf sortieren. Na klar. Weißt du, wie wir diese Leute finden, Johnny? Weißt du, wer die sind? Wer diese Frau ist? Oder wo wir sie finden? Scheiße, wie? Ich bin seit einem halben Jahrhundert tot. Tut mir leid, dass ich dir nicht auf Befehl alle Antworten auf dem Chrom-Tablet servieren kann. Was könnten diese Leute von Alt wollen? Was könnten diese Leute von Alt wollen? Woher soll ich das wissen? Du hast gar keine Idee? So oder so führt die Spur zu diesem Netrunner. Sie zu finden hat oberste Priorität. Wenn sie so viel über den Chip weiß, wie ich glaube, kann sie uns vielleicht helfen. Du meintest doch, uns kann nichts helfen. Na, such einfach diesen Juju-Kabelfreak, okay? Okay. Ist das ihre richtige Wohnung? Oder ist das nur so eine Underground-Wohnung? Warte. Hast du überhaupt eine Idee, wie du die Voodoo Boys erreichst? Hm. Ich frag rum. Ich höre mich mal um. Werd ein paar Anrufe machen. Sagen wir so, die Voodoo Boys würden sogar einer streunenden Katze in ihrem Revier misstrauen. Aber irgendjemand muss was wissen. Na dann, viel Glück. Hoffentlich brauchst du es nicht. Wir sehen uns, oder? Wir sehen uns, Judy. Gut, ich danke dir, Vi. Kein Problem. Das ist keine Hotelbude. Das ist ihre Bude. Ja, das ist sie definitiv.